Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wolfenstein 2. The New Colossus mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich habe gerade festgestellt, wenn man auf die runtergefallenen raufballert, dann fallen die auch noch auseinander und dann kriegt man Rüstung und... Hier ist irgendwo noch der Hauptmann übrig. Irgendwo versteckt der Hund sich, der Feige. Da auch nicht. Ich muss nach oben. Aha, aha. Da hast du gedacht, kannst dich hier in der Tür verstecken oder was? Jetzt. So, dann haben wir die Codes auch. Hier haben wir noch ein bisschen Muni. Sehr schön. Was haben wir hier? Ach, du Kacke. Mhm. So. Gefangener Nummer 1, Dimitri Fedorov. Das Subjekt steht unter Verdacht der Sabotage und der illegalen Kommunikation mit der Terroristengruppe, besser bekannt als der Weimarer Kreis. Gab es sie nicht in den einen Wolfenstein? Dimitri Fedorov, na klar. Das ist... Aber wann ist denn das erschienen? Das ist, ich habe das auch gespielt, also im, ich glaube 2007, 2009, ich weiß es nicht mehr genau. Der Zweck dieses Verhörs ist die Beschaffung prozessfähiger Informationen zu Aktivitäten des Wiesenau-Kreises, dessen Mitglieder und Ressourcen. Um 6 war das Verhörbeginn, um 6.08 Uhr wird das Subjekt wird gebeten, sich hinzusetzen, Fesseln werden angebracht und geprüft. 6.19 Uhr, der Administrator setzt eine Reihe von Elektroschocks ein. Geringe Spannung. Das Subjekt scheint davon unberührt zu sein. Der Administrator soll bestätigen, dass die Ausrüstung funktioniert. 7.03 Uhr, die Ausrüstung funktioniert. Der Administrator setzt eine Reihe von Elektroschocks ein. Oh, das krabbelt jetzt. Um Moment. Mittlere Spannung. Das Subjekt bittet um Cent, ein Sandwich, es hat Hunger. Der Unterfertigte schlägt dem Subjekt ins Gesicht. Das Subjekt verliert einen Backenzahn. Das Subjekt beschwert sich über die weichen Hände des Unterfertigten. Der Administrator setzt eine Reihe von Elektroschocks ein. Maximale Spannung. Moment, ich muss mal abpusten. Augenblick. So. Das Subjekt fragt, ob der Stecker eingesteckt ist. Der Administrator nimmt einen Vorschlaghammer. Frühstück. Das Verhör wird fortgesetzt um 10. Aha. Der Administrator schlägt mit dem Vorschlaghammer auf die linke Hand des Subjekts. Mehrere komplizierte Brüche. Das Subjekt macht sich über die undurchschnittliche Kraft des Administrators lustig. Der Administrator schlägt mit dem Vorschlaghammer auf die rechte Hand des Subjekts. Der rechte Ringfinger wird amputiert, schwer zu sagen, aufgrund der starken Blutung. Das Subjekt lacht den Administrator und den Unterfertigten aus. Unfertigen hört sich besser an. Der Unfertige schlägt dem Subjekt mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht. Das Subjekt hat das Bewusstsein verloren. Ja, Officer Lang, du stehst auch auf meiner Liste, das wirst du sehen. Alle steht hier auf meiner Liste, das sind Schweine. Schweine! Okay, hier müssen wir hin. Ich speichere nochmal. Es geht wieder nach oben, nach da oben. Wir nehmen die mal und gehen in die Hocke. Nachgeladen ist. Willkommen beim Generalstab. Mitglieder, ein Haufen Arschlöcher. Ja. Habt ihr Arschlöcher meine Odin-Codes? Bestimmt. Ich komme hier nicht.
Hörst du gar nicht, wie der schreit? Drei. Halt! Schrotmuni nehmen wir gerne mit. Früher hat hier mal was auf den Bänken gelegen. Das ist wohl auch vorbei, ne? Ach Mann, ey. Wir speichern. Ziehen einmal kräftig hoch. Das geht nicht kaputt. Limit erreicht. Limit erreicht. Ja, ich weiß, ich muss hier lang. Breit! Halten Sie Ihre Papiere breit! Ach, das sind diese kleinen... Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Ihr kommt gleich dran. Erstmal bist du dran. Und Papa hat nicht einen Cent dazu bezahlt. Ich habe gebohrt. Ach guck, da sind dicke. Ja, was soll's. Nein, die fünf. Oh! Ah, ich hänge wieder irgendwo fest. Das kommt davon. Übermut tut selten gut. So. Ist noch wer? Oh, jetzt reicht mir's. Ah, hier. Ihr seid hart im Nehmen, ne? So, hier war was zu essen, glaube ich. Au! Ich wollte doch nur was essen. Hast du was gegen Snack? Hast du davon? Willkommen beim Generalstab. Ja. Mitglieder. Okay. Jetzt muss ich nur noch zum Hauptterminal gelangen und die Odin-Codes für den Ausmerzer besorgen. Wir schauen uns hier erstmal in Ruhe um. Da holen wir uns ja langsam. Ah, hier kommt keine Luft rein, das tut gut. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe keine Heizung an und trotzdem ist das mitunter hier denn doch ganz schön warm. In meiner Bude. Vermutlich. Weil meine Nachbarn das so möchten. Doch, Kommandant Schmeckels E-Post. Ich habe General Engel, ach die blöde Kuh, darüber informiert, dass das neue automatische Verteidigungssystem Odin erfolgreich implementiert wurde. Sie zeigt sich sehr zufrieden. Die Odin-Codes sind für sie jetzt Priorität. Sie müssen dafür sorgen, Entschuldigung, dass sie sicher und vor jeglicher Manipulationsversuchen geschützt aufbewahrt werden. Verstanden! Falls jemand die Codes in die Hände bekommen sollte, hätte er Vollzugriff auf den Ausmerzer, ein katastrophales Szenario. Schön, das gefällt mir. Wie mir aufgefallen ist, hat die Wartungsabteilung das Loch unter dem Globus in der Kommandozentrale trotz meiner Bitte immer noch nicht versiegelt. Diese Öffnung mag faulen Technikern schnellen Zugang geben, um die Steuerung anzupassen, ist aber gleichzeitig eine ernsthafte Sicherheitslücke und daher vollkommen inakzeptabel. Es muss zumindest eine Klappe mit einer Codesperre angebracht werden. In 3 Tagen werde ich diese Angelegenheit nochmal überprüfen. Also, wir haben einen Weg in die Kommandozentrale, ein Loch da im Globus. Aber da will ich jetzt noch gar nicht hin. Ich will gucken, ob ich hier... Hier stand Limit erreicht, okay. Ob wir noch ein bisschen Rüstung kriegen und Munition bekommen.
haben wir auch genug. Da liegt auch noch was. J. Hübsch. Hier wird alles durchsucht. Alles. Und genascht den ganzen Tag. Oh, Dominosteine, da hätte ich jetzt echt Appetit drauf. Ich hab keine. So, jetzt haben wir uns wieder erholt. Jetzt kann ich mal speichern. Da war noch Munition. Kann man hier eigentlich rein? Nicht verfügbar. Da ist aber was. Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Limit erreicht. Ach ja. Ist hier wirklich... Ah, seht ihr? Gut, dass ich nochmal gucke. Andy Rice oder Rias. Der Andy ist auch hier. Da ist das Loch. Ich habe nur eine Möglichkeit und das ist diese. Ach so, alles klar. Hier wären wir ja sonst nicht reingekommen. Betritt den Generalstab. Ja. Bist du der Generalstab? Venus, Ziel J. Aha. Odin-Codes besorgen, Level verlassen. Ja, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück, keine Angst. Aber hier ist auch nichts weiter zu sehen, ne? Okay. Dann wollen wir mal... Damit hauen wir ab. Oh, schade. Ich muss. Der hätte mich gern noch hingekämpft. Schmeckt's dir, Vogel? Mach dich besser auf den Weg. Ein Taxi kommt. Wieso ist die Notbeleuchtung an? Wo sind alle hin? Hier stimmt was nicht. Halte ich bereit. Sigrunengel? Ungelesenes Tutorial. Wartet, J. Tutorials. Kommandogewehr. Okay. Das kennen wir. Mission. Siehe nach, was lege ein Kurs. Das muss ich noch machen. Die Maschinenkommandanten und Rosa. Siehe nach, was los ist. Kann ich das jetzt noch machen? Halt, nee. Ach so, alles klar. Herzlichen Glückwunsch, William. Auf dich, du Superheld. Alles Gute zum Geburtstag, Junge. William, puste deine Kerzen aus. Wünsch dir was. Auf dich, du Superheld. Ja! Hätte nicht gedacht, dass ich so lang mache. Also auf Bruder Blaskowitsch, den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Terror, Billy!
Wow, das ist Max richtig Hass. Guten Bananenkuchen. Der ist das von jetzt? Max. Max Hass! Ja. Oh. Hier kommt flüssige Liebe. Flüssige Los, Liebe. Herr Gott, der brennt glatt ein Loch in den Bauch des alten Horten. Jungs. Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber ich hab das. Heilige Scheiße, Blaskowitsch. Erzählen Sie von dem Schiff. Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name des Schiffs? Ist ziemlich klein. Sigrun. Ja, Frau Grace? Hören Sie, ich brauch mal Ihre Regimeaugen. Ich gehöre nicht zum Regime. Wie auch immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime. Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regimegefühle verletzt? Oh, sie ist doof. Schluck's runter, Püppchen. Die Sigrun tut mir leid ein wenig. Was zum Teufel, Gott verdammt. Scheiße. Kameraden, Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank. Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute, heute feiern wir Blaskowitsch. Hört, hört! Hey! Und ein Fusel. Nicht ihrer. Hey! Hört, hört! Max! Na los! Nein! Hört, hört! Na los, Junge! Na los! Ja! Ja! Oh! Oh Gott verdammt! Da hat jemand die Toilette zugeschissen! Ist doch nicht wahr! Oh. Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror Billy? Hört, hört! Kann das sein, dass Sigrun die Einzige ist, die nicht mitfeiert? Max Heiß! Max Heiß! Komm schon, William, der hält auf! Komm schon, das geht besser! Oh. Alles okay, Wyatt? Whisky? Also, Horten fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt er Mais und dann... Out of order. Liebling, William. Wach auf, William. Oh, oh, Baby, bitte. Das kleinste Geräusch ist wie eine Kugel in den Kopf. Was ist los? White ist verschwunden. Blaskowitsch. Sie müssen ihn finden. Ich muss noch alles für die Mission regeln. Los! Wir suchen ihn schon die ganze Nacht, aber finden ihn nicht. Du musst ihn finden, bevor es losgeht. Okay. Ich brauche noch ein bisschen Schlaf. Eine Stunde, okay. Gut. Das ist ja denn... Wyatt ist verschwunden. Captain Blaskowitsch sucht nach ihm. Wyatt, was ist nur mit ihnen los? Vielleicht wollte er sich ja aufmuntern. Billard funktioniert bei mir immer, aber ich kenne ihn nicht so gut. Ich habe gehört, Sie suchen Wyatt. Hab ihn leider nicht gesehen, Schätzchen. Sprechen Sie mit Horton. Ja, mit... Ich glaube...
Wyatt hat sich gestern in der Messe mit Paris unterhalten. Mhm. Mit mehr Whisky hätte man es auf der Feier noch mehr krachen lassen können. Ja, noch mehr saufen? Die sieht doch so schon nicht mehr durch. Ich will nur schauen. Okay, Max. Komm. Es geht. Lass uns ein bisschen Na Fußball Gott sei Dank. Max, komm, Max. Was ist das, New Orleans? Mach nicht so ein trauriges Gesicht. Oha. Los, spielen wir. Ihr könnt euch vorstellen, was ich jetzt machen will. Geht das? Glaubst ja. Das will ich machen. Starten wir noch. Ich habe nämlich Angst, dass ich das nicht hinkriege. Also werde ich diese Mission noch tun. Boots haben wir noch zu Genüge. Ob ich das jetzt alles aufnehmen werde, weiß ich nicht. Aber wir schauen mal. Das jetzt hier auf jeden Fall. Hier ist ja nur der eine. Aber erstmal müssen wir da hin. Ich kann es noch nicht abbrechen. Ich jetzt. In Texas sind wir jetzt. Blaskowitsch, Maschinenkommandant Evers hält sich in ihrer Gegend auf. Sie werden sie in ihrem miesen Propagandastreifen als den Bösewicht hinstellen. Tun sie, was sie am besten können. Grace Ende. Aha. Einfach ein Set im Filmstudio. Wäre viel günstiger. Adelinde verlangt. Das nicht, also. Na, das wollte ich schon, ja, aber. Steh auf! Seitwärts rum. Limit erreicht, dann wird gespeichert. Nicht hängen bleiben. Scheiße. Der ist hier in der Nähe 5. Oh. Hat ihn gleich umgehauen hier. Deine Rüstung. Gut. Seht ihr, das meinte ich. 5. Ach, hier lag ja auch noch welche. Steht er noch auf? Was das für Geräusche? Geil! War das im Spiel? Ich habe keine Granaten, okay. Rüstung ist gleich 0 hier. Oh. Rüstung! Position! Granaten.
Alter, ich hab dich gesehen. Ah, scheiße! Immer dieses Hängengebleibe hier! Meine ganze Rüstung wieder runter. Da lag ein bisschen was. Willst du hier auch noch was fallen lassen? Nein, 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 hat er nicht. Ich speichere mal trotzdem. Was war das? Geil. Ist eingestellt. Gut. Gut, Sturmgewehrmunition. Weg! Bleibt auf der Hut, er könnte wiederkommen. Was ist das denn? Ich sehe gar nicht hier von wo. Also. Mann! Sind da Minen oder irgendwas? Muss irgendwo einer... Bin ganz konzentriert, Entschuldigung. Liegt schon wieder nur Fresserei rum. Ein verfressenes Volk. Ich gehe da gleich runter zu dem Typen. Den will ich ja haben. Findet und vernichtet ihn. Ja, machen wir. Hä? Ach da. Ein Beagle? Mal schön ins Haus, da wartet dann der Klaus. Sie überraschen mich immer wieder. Es gibt... Blaskovic, packen Sie zusammen und kommen Sie nach Hause. Grace Ende. Ja, wir haben es erledigt. Ist hier noch Spielzeug für Max? Den Teddy. Den hätte ich für Max mitgenommen. Ist hier auch ein Keller was? Sowas zum Beispiel. Ausschnitt aus einer Drehbuchseite. Der junge Terror-Billy betritt den Raum. Das Gesicht voller Kot. Er quiekt wie ein Schwein, das am Schwanz gezogen wird. Seine Mutter lacht erst über seine Dummheit und seufzt dann, womit sie ihre Enttäuschung zeigt, einen solchen Versager als Sohn zu haben. Junger Terror-Billy. Guck mal, Mutter, ich bin ein Schwein. Oh Gott, geh ins Bett, Billy. Vater, nein, Billy, ich hab dein abartiges Verhalten satt. Es wird Zeit, dass du lernst, dich wie ein echter Mann zu verhalten. Sein Vater holt den Gürtel vor. Auf die Seite wurde mit rotem Stift einige Notizen geschrieben. Was ich in Amerika alles machen will. Sehr scharfe Pepperoni probieren, Milchshake. Gruber hat Erdbeergeschmack empfohlen. Private Vorführung verbotener Filme. Cowboy-Leben mit Offizier Hansel ausprobieren. Lager Odessa besuchen. Arbeitseffizienz erhöhen. Wer hat denn das geschrieben? Aha. Frau Hadelines E-Post, verehrte Hauke Evers, der Kanzler verlangt, dass die Szene aus Terror Billys Kindheit so realistisch wie möglich dargestellt wird.
Ihre Aufgabe ist es, sämtliche verfügbaren Recherchematerial zusammenzusuchen, das Sie finden können und für die Szene als wichtig zu erachten. Wir wollen alles haben, was sein degeneriertes Wesen dokumentiert. War es... Was steht da? Also echt. War er ein Analphabet? Wie waren seine Tischmanieren? Hat er auf dem Klo masturbiert? Einfach alles. Melden Sie sich möglichst bei mir. Ja, wo soll er denn masturbieren? Im Bett? Pfui. Und wer masturbiert überhaupt? Der junge Billy. Ach so, des jungen Billy. Ich schwöre, ich werde ein guter Junge sein. Ich schwöre, ich werde meinen Vater gehorchen. Ich schwöre, ich werde mein Zimmer aufräumen. Ich schwöre, ich werde das Geschirr abspülen. Ich schwöre, ich werde mich wie ein Mann verhalten. Ich schwöre, ich werde mein Volk nicht entehren. Dieser Text wurde von einem Erwachsenen geschrieben. Billy Beskowitz. Der Name wurde von einem Kind geschrieben. E. Meins? So, wir speichern mal. Ich gehe nochmal draußen gucken. Vielleicht finde ich da noch was Interessantes. Ich habe schon wieder 31 Minuten. Oh, ich gucke offline draußen. Lasst euch überraschen, was in der nächsten Folge kommt. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.